Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Gaming Proofs. In diesem Video spielen wir weiter das Early Access Spiel Witchfire. Und wir testen, also wir schauen uns die neue Pistole an, die es gibt. Ja, zuerst müssen wir sie natürlich ausrüsten. Ich schätze mal, diese Schrotflinte behalten wir und das Ding nehmen wir. Ah, wir haben ja auch noch diese neue Ultrawaffe, also diese mehr ultimative Waffe. Mal gucken, was die kann. Ja. Lädt eigentlich gleich alle 6 nach? Wartet. Gucken mal. Nee. Also ich meine, dass er die übrigen halt nicht rausschmeißt. Ja, also er hat hier ziemlich wenig Schaden, hat die Pistole. Aber ja. Probieren wir es aus. So. Okay. Auf die Karte. Okay. Interessant. Ja, man muss aufpassen mit diesen neuen. Ich würde mal sagen, sind Fallen, ne? Solche Pflanzenfallen. Oh, hier gibt es wieder irgendwas. Okay. Ein Schuss, ein Treffer. Na gut. Also Damage macht sie ordentlich. Das. Ah, hi. Oh, was? Ja, hat da so ein Auto eben. Ich dachte. Na komm. Ich dachte, der, wenn ich. Also der macht da so einen Säurenangriff. Ich dachte, wenn ich zur Seite dashe, dass es halt. Das was spawnt da? Ach, diese Dinger. Okay. Guck mal ganz kurz, wo ist dieser Geist? Ja, okay, der geht in die Richtung, die ich gedacht habe. Okay. Mal nachgucken. Ah, eine Kiste. Aber man braucht höhere Genesis-Stufe. Na gut. Da sind die Gegner. Hier sind. Okay, also bisher finde ich die. Ja, die Pistole nicht so mächtig, würde ich mal sagen, ne? Okay. Verdammt, ich habe aus Versehen gedrückt. Okay. Oh, okay. Interessant, wollte ich gar nicht machen, aber ja. Ich wollte eigentlich diese Schrotflinte nehmen. Ich weiß nicht so wirklich, ne? Okay. Im Angriff. Na komm, lad nach. Also jetzt hat er sie irgendwie ganz lange nachgeladen, ne?
Ja. Also ich muss ehrlich sagen, die Maschinengewehre finde ich angenehmer. Als als Pistole. Nochmal ein. Okay. Mhm. Munition. Na, hallo. Ich weiß nicht, warum er immer zu dem Teil wechselt. Wahrscheinlich, weil ich diesen Raddruck hätte. Den Mausrad halt. Und er wechselt zu diesen Kanone, aber... Ja, wir brauchen unbedingt Munition bei ihr. Bei dieser Kanone. Um zu gucken halt im Endeffekt, wie sie schießt. Ja. Ja, ehrlich gesagt, ich muss auch sagen, so viel Schaden macht das Ding auch nicht, ne? Also ich meine die Pistole. Gegner. Okay. 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 Aber nein, guckt euch das an. Seht ihr? Es hat wieder zu dieser Waffe gewechselt. Ärgerlich. Nope. Schon wieder hat er zu dieser Waffe gewechselt. Oh Gott, deswegen, die sind ja überall hier. Ja. Das war eine... Autsch! Das sind doch eigentlich... Hier waren doch eigentlich leichte Gegner. Woher kommen denn diese Masse von denen? Ja, und das Ding hat leider auch nur 6 Schuss. Die Pistole. Also bisher ist sie eben nicht mein Favorit. Safe Reload. Also bisher muss ich sagen, ist sie nicht mein Favorit. Ist zwar okay mit ihr zu schießen, aber auch nichts Besonderes. Und, so, und ich finde, die macht auch jetzt nicht so viel Schaden. Ich hab ihn erwischt, oder? Ich hab ihn noch frühzeitig. Und ey, und das wechselt sich wieder. Ich muss mir mal irgendwie auf einen anderen Knopf den Nahkampfangriff legen. Na, ist ein bisschen ärgerlich. Wenn jedes Mal sich die Waffe wechselt. Wir versuchen so viele wie möglich mit der. Hey, guckt euch das an, ne? Also, nachdem... Na, verdammte Maus. Und
ich muss ganz vorsichtig. Oh, seht ihr? Ich muss ganz vorsichtig auf den Mausrad, weil, wie gesagt, der Nahkampfangriff ist bei mir, wenn man das Mausrad drückt. Und es ist ziemlich sensibel bei mir, würde ich mal sagen. Okay. So, einer ist noch übrig, oder? Bisher haben wir auch nicht so wirklich gute Perks gehabt. Oh mein Gott, nur 2 Sekunden, echt? Nur 2 Sekunden? Wo ist eigentlich die Munition? Wir brauchen mehr Munition. Wo ist dieser wandelnde Geist? Halleluja. Überhaupt keinen Schaden. Okay. Okay. Oh, meine Güte. Okay. Na komm. Das gibt's nicht, oder? Wo ist dieser verdammte... Da ist der Tornado. Scheiße. Was hat mich denn da ge... Ah, ich habe keine Ausdauer. Okay. Oh meine Güte, wir müssen ja ewig laufen bis zu dem Tornado. Und da ist auch noch der Geist. Kacke. Okay. Jetzt lass nach. Natürlich sind sie gespawnt. Wer hätte das erwartet? Boom, boom. Boom, boom, boom. Krass, kein Schaden. Wahnsinn. Aha, die Waffe ist scheiße. Nee, sorry, die Waffe ist scheiße. Also mit der Maschinenpistole, ja, also mit dem Maschinengewehr erledige ich so schnell die Dinge. Das ist der Wahnsinn. So, boah. Schlagen wir mal diese Wumme auf. Der Geist, wir wollen ihn nicht begegnen, weil wir einfach keine Munition haben. Oh Mann, das wird ein ziemlich langer Lauf, glaube ich. Ja, wir müssen halt wahrscheinlich dorthin rüberlaufen. Aber ja, ich sag's wie es ist. Die Waffe, also diese Pistole gefällt mir jetzt nicht wirklich. Sechs Schuss. Und das, wie gesagt, das ist jetzt eine Waffe für mittlere Distanz. Und für mittlere Distanz haben wir diese 2 Maschinengewehre. Und mit denen ist es auf jeden Fall viel angenehmer zu schießen. Insbesondere bei dem ersten Maschinengewehr, wenn du die richtigen Perks hast. Dann kannst du nämlich, weil mit dem ersten Maschinengewehr, wenn erst so gesagt auf mittlere Überhitzung ist, dann machst du kritischen Schaden mit dir. Und zum Beispiel, wenn du so einen Perk hast, der auch, wenn du kritischen Schaden machst, dann fangen an die Gegner an zu brennen, dann machst du sie sowas von schnell fertig. Aber ja, bisher weiß ich halt auch nicht, welche Perks diese Waffe hat. Also Verbesserung, meine ich. Hm.
frag mich, ob es so eine verbesserte Variante von diesen Viechern geben wird. Weil bisher sind sie ja keine Gefahr. Also nur wahrscheinlich, wenn sie dich umzingeln. Aber seht ihr, sie vergiften sich selbst, wenn man sie erledigt. Darum, naja. Wie gesagt, vielleicht gibt es eine verbesserte Variante von denen. Okay, Gegner haben weniger Leben, das ist gut. Das ist gut. Okay, da ist der Geist. Wir haben nur noch diese drei Dinge zu erledigen. Ja, mit dieser Waffe würde ich auch wahrscheinlich den, den ersten Boss nicht erledigen, weil wie gesagt, momentan macht sie kaum Schaden. Was halt ziemlich schwach ist. Ja, und das Krasse, ich wollte auch Helldivers jetzt vor kurzem aufnehmen. Jedes Mal, wenn ich das Spiel starte, Bluescreen. Einfach beim Start. Oder das Spiel, so gesagt, startet nicht. Also geht in den, so gesagt, bleibt hängen. Und dann kommt ein Bluescreen oder so, sofort halt beim Start. Man bekommt nicht mal diese Anfangssequenz zu sehen. Gleich Bluescreen. Nach dem letzten Update. So ein Problem hatte ich schon mal und ich weiß auch nicht, woran das liegt. Mal ist es da, mal ist es nicht da. Ziemlich nervig. Guck mal. Das war erstmal die erledigen. Ich glaube, die sind hier, oder? Ja. Damit sind. Kaum Schaden, Wahnsinn, das. Wow, okay, ich verstehe, wer da ist. Das ist dieser. Sogar zwei von denen. Krass. Wandelnder Geist, verdammte Kacke. Kommt näher. Boah. Ich hoffe, es ist nicht so laut wie bei mir, bei euch. Kacke. Kacke. Ja, genau. Voll mit. Oh mein Gott, wo bin ich denn hier nur reingelaufen? Oh, krass, ey. Ja, jetzt schlüpfen sie alle. Das war natürlich ein bisschen unglücklich. Ey, warum ist es auf einmal so laut? Oh, ach so. Darum ist es so laut, weil dieses hässliche Vieh da ist. Komm her. Wow, was ist, war denn das? Wo bist du? Krass. Natürlich. Munition brauchen wir nicht. Ist überflüssig. Wenn wir das Ding einfrieren? Jawohl. Wahnsinn. Also dieser Lauf mit der Pistole, der ist ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Das
so anstrengend, dass ich keine Dings mehr habe. Keine Tränke. Verdammt, bist du denn hingelaufen? Nicht dein Ernst, oder? Komm, trau dich. Verdammt. Nicht gut. Wir bekommen jetzt Verstärkung. Erhöht den Waffenschaden bei voller Gesundheit. Okay. Nein, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Und wir haben noch ein Tornado hier. Das ist doch ein Witz, oder? Ich habe kein Leben, aber Tornado, ja. Ja. Also die Waffe, nee. Die ist leider, ja, scheiße. Ich mache mit ihr 3 Schüsse und dann muss ich zu meiner Schrottflinte wechseln. Die hat nur 10 Schüsse und die Gegner erledigen mich einfach. Nee. Da muss ich ehrlich sagen. Also grundsätzlich, die Pistolen hier finde ich ziemlich schwach. Entweder natürlich die Maschinengewehre. Es gibt eine Maschinenpistole für Nahkampf, die ist gut, aber das Ding. Okay, also ihr erster Perk ist, dass Kugeln bleiben Gegnern stecken und beim Nachladen explodieren die. Schaden macht sie 45 und zum Beispiel das Ding. 9 Schaden, okay, das Ding. 16 Schaden, aber gut, das sind Maschinenpistolen. Ne? Also, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so wirklich zufrieden mit der, aber ja. Wir bleiben bei der und versuchen, die auf Level 3 abzugraden. Schauen mal nach. Denn, ob da dieser Händler ist, den ich euch letztes Mal zeigen wollte, und dann machen wir auch Schluss. Also ja, dieser Lauf war ein bisschen anstrengend. 2-mal Tornado. Was? Ist er da? Nee. Strange. Also wie gesagt, hier ist er. Und dann kann man hier bei ihnen solche Dinge eintauschen, was ziemlich cool ist. Aber ja. Aber gut. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr Bock auf weitere Witchfire-Videos habt, würde ich euch die empfehlen. Wenn ihr Bock auf Tekken Online Ranked haben, dann die. Und wir sehen uns im nächsten Video.